Hallo Gretfur, guten Tag. Gretfur, die letzte Mal versprechen über Possessivartikel. Mit Personalpronomen ich benutzt. Mein bedeutet my. Mit du, dein, your. Er und ich nutzen sein. Sein bedeutet his. Sie, she, sie. Mit sie benutzen ihr. Er bedeutet her. Mit Personalpronomen wir benutzen unser. Unser bedeutet our. Und ihr, euer bedeutet your. Sie plural, ihr. Okay? Lesen diese Tabelle sehr gut. Hanzeki Tabelle sie kweiz gidden. Hanaraf kulli possessive artikel madi, das wo sie will plural, wie kun shaklo i. Madi will plural, benzawut e am Ende. Hatib efi e fil eher, meine, deine, seine, ihre, unsere, aber mit euer, eure. LE kommt am Ende und ET gibt ER. Und ehren, aber mit der und das, mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr. Okay? Okay. Wir haben heute eine Übung, okay? Nummer 1, wo liegt eure oder euer Schule, sie liegt in Frankfurt. Wo bedeutet where is your school? Your school. Eure oder euer. Zuerst, Schule, welcher Artikel gilt für? Schule, die Schule. So, mit die, wir benutzen eure. Nummer 2, wie heißt euer oder eure Schule? Auch Schule, Artikel die, so wie heißt eure Schule. Nummer 3, unsere oder unser Schule heißt gute Schule. Ja, unsere Schule. So, eure in die Frage, wird unsere im Antwort. Wenn wir können die eure für die Frage. Wir tauschen unsere für die Antwort, okay? Unsere Schule. Nummer 4. Herr Oliver, was machen Sie in Ihr oder Ihr Freizeit? Herr Oliver, was machen Sie? Ich spreche jetzt mit Herr Oliver. In Ihr oder Ihrer Freizeit. Freizeit bedeutet Freizeit. Freizeit, Artikel Sie. In Ihrer freie Zeit. Okay? So, wie können Sie Herr Oliver oder Frau kommen? An die freie Zeit, wir benutzen Possessive Artikel Ihrer. Nummer 5. Unsere oder unsere Klasse ist klein. Klein dot small. Klasse bedeutet Class auf Englisch. Klasse, welcher Artikel? Der oder das oder sie? Ja, die Klasse. Mit die, wer benutzt unsere oder unser? Ja, sehr gut, grateful. Unsere Klasse ist klein. Nummer 6. Wie ist eure oder euer Deutschlehrer? Deutschlehrer, Deutschteacher, German Teacher und Deutschlehrer, welcher Artikel der oder das oder die? Der Deutschlehrer. Mit dir, wir benutzen Possessive Artikel euer Deutschlehrer. Unser oder unsere Deutschlehrer ist hilfsbereit. Hilfsbereit ist Helfer. Wir sagen Deutschlehrer, Artikel der. So, wir sagen unser Deutschlehrer ist hilfsbereit. Nummer 7. Unsere oder unser Lernen sind nett. Lernen, das ist plural, teachers. Okay, mit plural, wir benutzen unsere oder unser? Ja, unsere. Nummer 8. Gibt es an eure oder unsere Schule eine Mensa? Und es gibt Fragezeichen. So, das ist die Frage. Das ist der Soel.
Ja, gibt es in your school. Your, was bedeutet your auf Deutsch? Eure. Nummer 9. Unser oder unsere Englischlernerin spricht perfekt Englisch. Englischlernerin. English teacher, lernen, das ist die Frau, so, das ist Artikel sie. Englisch lernen, Artikel sie. Unser oder unsere? Ja, unsere. Frau Tanja komme, was ist ihre oder ihr Hobbys? Hobbys, das ist Plural, Plural, so Artikel sie. Mit sie, ihre oder ihr? Natürlich, ihre. Okay? Okay, great work. Schlagt bitte Seite 125 im Arbeitsbuch. 125 im Arbeitsbuch. Übung Nummer 4. Ein Interview. Lies und ordne die Antworten den Fragen zu. Ordne zu. Okay. Zuerst, welche Klasse seid ihr? Welche bedeutet which? Welche Klasse seid ihr? Nummer 2. Wie heißt eure Schule? 3. Und wo liegt sie? 4. Wie viele seid ihr in der Klasse? 5. Bleibt ihr auch am Nachmittag in der Schule? 6. Und was macht ihr am Nachmittag? Das ist die Frage und das ist die Antwort. Okay? Ordne zu. Nummer 1. Welche Klasse seid ihr? A oder B, C, D, E oder F. Welche, bedeutet which, Klasse seid ihr? Ja, wir sind die Klasse 6a. Wir sind die Klasse 6a. So, Nummer 1 mit C. 2. Wie heißt eure Schule? Wie heißt eure Schule? Ja, unsere Schule heißt Judiths Schule. Unsere Schule heißt Südstadt Schule. Nummer 3. Und wo liegt sie? Wo? Where? Wo liegt sie? Ja, sehr gut. Sie liegt in der Kaiserstraße. So, Nummer 3 mit F. Nummer 4. Wie viele seid ihr in der Klasse? Wie viele? How many? Wie viele seid ihr in der Klasse? Ja, wir sind 19 Schüler und Schülerinnen. So, Nummer 4 mit E. 5. Bleibt ihr auch am Nachmittag in der Schule? Ja, wir bleiben bis 3:30 Uhr dort. Ja, wir bleiben bis 3:30 Uhr dort. Nummer 6. Und was macht ihr am Nachmittag? Nachmittag, das Afternoon. Was macht ihr am Nachmittag? Ja, wir haben verschiedene Kurse. So, Nummer 1 mit C, 2 mit B, 3 mit F, 4 mit E, 5 mit A. Okay, Grid 4, versteht das? Die nächste Übung. Seite 126. 126 im Arbeitsbuch auch. Grid 4, schlagt bitte Seite 126 im Arbeitsbuch auf. Übung Nummer 10. Ergänze die passenden Possessivartikel. Es gibt hier Possessivartikel unsere. Unsere, ihre, ihr, eure, unsere, euer, unser. Und es gibt hier 8 Sätze. Okay, ergänze. Wie heißt Schule? Wie heißt Schule? Wir sagen hier your school. Das ist auf Englisch, aber auf Deutsch. Wie heißt? Ja, wie heißt eure Schule? What's the name of your school? Okay. Nummer 2. In,
Klasse sind ja 24 Schüler und Schülerinnen. Klasse, welche Artikel? Die Klasse. Und wir sagen hier in our class, auf Englisch. Auf Deutsch. In unserer Klasse sind wir 24 Schüler und Schülerinnen. Nummer 3, Herr Meier, was machen Sie in Freizeit? Zuerst, Herr Meier, komm. So, Herr Meier. Immer wie kommt Herr Meier, komm. Herr Meier. Ich spreche mit den Leuten hier. Und es gibt hier Freizeit. Freizeit, Artikel Sie. Und wir sagen mit Herr Meier, komm und Freizeit. Wir benutzen den Artikel Ihr. Herr Meier, was machen Sie in Ihrer Freizeit? Da haben wir viel Freizeit mit der Tachadrittag. Nummer 4, Frau Schulz, was sind Hobbys? Frau Schulz, komme, geh so, ich spreche jetzt mit Frau Schulz, was sind Hobbys? Hobbys, das ist der Plural, Plural, so Artikel die, mit die, wir sagen, Ehre. So, wir können an die hier auf Frau kommen, wir benutzen Personalpositivartikel ihr oder ihre oder ihre. Okay, wir können an die hier kommen auf Frau kommen, wir starten Positivartikel ihr oder ihre oder ihr. الحسب الأرتيكل. لكن مع Frau kommen, wir starten Positivartikel ihr. Nummer 5. Schule liegt in Bahnhofstraße. Schule liegt in der Bahnhofstraße. Ja, unsere Schule, our school, unsere Schule. Warum unsere Schule? Welcher Artikel? Die Schule. So, unsere Schule. Nummer 6 gibt es in Schule, eine Mensa, das bedeutet Cafeteria. Gibt es, das ist die Frage. Schule, Artikel die, so, gibt es in eurer Schule eine Mensa? Natürlich gibt es in Schule eine Mensa. Wir sagen, euer in Frage wird was, wird unsere in Antwort. Lama, wie können Sie euer für Frage? تحول الأنثى في الأنفورت في الإجابة. Nummer 8. English Lehrer spricht perfect English. English Lehrer, English Teacher, das ist welcher Artikel, der oder das oder die? Ja, Artikel der. So, unser English Lehrer spricht perfect English. Okay, Grade 4, das ist klar, versteht das? Grade 4, schreibt das in eure Bücher. Das ist alles für heute, danke schön für Ihnen.